B2.5. Der Punkt R2 ist der Schnittpunkt des Kreisbogens AD mit der Symmetrieachse AC des Drachenvierecks ABCD. Ergänzen Sie die Zeichnung zu B2.1 um das Dreieck S2R2E und berechnen Sie die Länge der Strecke S2R2. Und haben wir ein Zwischenergebnis: Winkel R2AE ist gleich Winkel ER2A gleich 67,5 Grad. Also fangen wir an. Der Punkt R2 ist der Schnittpunkt des Kreisbogens AD mit der Symmetrieachse. Das kann man also sofort einzeichnen. Hier ist der Kreisbogen und Symmetrieachse, also ist hier der R2 zu finden. Den S2 kriegen wir jetzt auch recht schnell, weil wir wissen ja noch aus der vorherigen Aufgabe, dass die Strecke SR immer parallel zu ED liegt und damit parallel zu AB. Liegt also hier, damit bekommen wir auch hier den Punkt S2 raus. So, ergänzen Sie zu der Zeichnung B2.1 um das Dreieck S2R2E. Wir brauchen also noch eine Strecke, nämlich die von E nach R2, um das Dreieck zu haben. So, gemacht und Zeichnung verendet. Und jetzt heißt noch, berechnen Sie die Länge der Strecke S2R2. Die zeichnen jetzt wieder mit grün ein. Die da soll noch berechnet werden. So, suchen wir uns wieder Dreiecke, wo das drin liegen könnte. Und aus denen wir möglichst viel kennen. Das liegt zum Beispiel im Dreieck AR2S2 drin. Wir kennen, das wäre jetzt eigentlich das Schöne dran, wir kennen alle Winkel. Ja, hier habe ich einen 22,5 Grad Winkel, haben wir oben in den folgenden Aufgaben schon mal besprochen. Das wäre ein Z-Winkel dazu, also ist er gleich groß, ebenfalls 22,5 Grad. Und den, da kann man ja auch leicht ausrechnen, 90 Grad minus die 22,5 Grad sind also 67,5 Grad. Das Blöde daran ist jetzt an diesem Dreieck, wir kennen keine Strecken. Für den Pythagoras bräuchte ich Strecken, für Sinus, Cosinus und Tangens ebenfalls, also mindestens eine Strecke müsste bekannt sein, dann könnten wir die S2R2 berechnen. Okay, das Dreieck funktioniert nicht so ganz. Gehen wir ein anderes Dreieck, es bietet sich noch an ES2R2. Hier kennen wir jetzt tatsächlich was. Nämlich hier diese Strecke ER2. Warum? Das ist nichts anderes als der Radius, ist also nichts anderes als die Strecke ED bzw. AE. Und das waren die 7,78 cm, die man in Aufgabe B2.2 berechnet hat. So, prima. Rechtwinkliges Dreieck. Das bleibt nach wie vor. Sinus, Cosinus, Tangens, Pythagoras funktionieren. Pythagoras schaltet es schon mal aus, weil wir kennen ja ES2 nicht, die Strecke hier hinten. Die ist unbekannt. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch, einen Winkel zu berechnen. Da gibt es, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, wenn ich das jetzt so sehe. Hier unten habe ich ja, wenn ich jetzt in das große Dreieck AR2E2 gehe, habe ich unten einen 67,5 Grad Winkel. So, da AE ja der Radius ist von dem Kreis und ER2 auch, bedeutet es ja, dass diese zwei Strecken gleich lang sind. Damit kriegen wir ein gleichschenkliges Dreieck raus. Wenn das gleichschenklig ist, müssten natürlich hier unten auch dann die Winkel gleich groß sein. Die da. Ja, ich mache jetzt den kleinen hier nochmal. Mist, eins zu viel. So. Ja, ich streiche den jetzt einfach durch, sonst dauert es zu lang. So, die müssen gleich groß sein. Und, ja, mehrere Möglichkeiten gibt es, wie gesagt. Ich könnte jetzt über die Innenwinkelsumme den Winkel hier oben berechnen und dann hätte ich für mein Dreieck ES2R2 den passenden Winkel. Oder ich könnte sagen, hier bei R2 dieser Winkel wäre 67,5 minus die 22,5 von unten, würde genauso funktionieren. So, für eine Lösung muss man sich entscheiden. Ich nehme jetzt die über die Innenwinkelsumme und rechne den Winkel oben bei E aus. Also, steht was, berechnen Sie die Längenstrecke S2R2. Okay, also fangen wir an. Wir haben S2R2 soll berechnet werden. Okay, wenn ich den oberen Winkel kenne, nenne ich ihn mal hier Epsilon.
Wäre die grüne Strecke S bei R2 meine Gegenkathete und die andere wäre die Hypotenuse. Also Gegenkathete und Hypotenuse ist auf jeden Fall das Sinus. Sinus von Winkel AER2 ist gleich Gegenkathete S2R2 geteilt durch Hypotenuse ER2. Den Winkel habe ich noch nicht, den muss ich jetzt noch berechnen. Winkel AER2 ist gleich 180 Grad minus, ja, komm her. 180 Grad minus Winkel R2 AE minus Winkel ER2 A. So, ist gleich 180 Grad minus 2 mal 67,5 Grad. Schreibe noch hinter. Winkel R2AE gleich Winkel ER2A. Da Dreieck, was war es? AR2E. Gleichschenklich ist. So, haben wir das auch abgehakt. Rechnen wir aus, was da rauskommt. Das müssten, wo habe ich stehen? 45 Grad, AER2. 45 Grad sein. Okay, weiter geht's. Setzen wir oben ein. Bei S2R2. Sinus von 45 Grad ist gleich S2R2 durch, ich hatte mir ER2, das waren die 7,78, in Solver eingeben oder per Hand umformen. Die 7,78 im Nenner kriege ich weg, indem ich damit multipliziere. Also habe ich S2R2 ist gleich 7,78 mal Sinus von 45. Und das ist 5,50 Zentimeter. So, damit haben wir die S2R2 berechnet. Was sonst noch was auf? Nö, berechnen Sie die Länge der Strecke S2R2. Jawohl, passt, prima, sind wir fertig. Blende ich es noch einmal ein mit dem Gleichschenklich. Jawohl.